Grüß Sie Gott, Peschke. Alles klar. Sie wissen, warum ich hier bin oder warum Sie hier sind? Ja, ich muss geprüft werden. Ja, eine Überprüfungsfahrt, versicherungstechnisch. Ja. Ne? Bitte nehmen Sie Platz. Umso eher sind wir wieder da, umso eher sind wir erlöst, oder? Ja. Oh. Automatik ist Ihnen ein Begriff? Ja. Wunderbar. Wie lange ist das her, dass Sie einen Führerschein machen? 7 Jahre. 7 Jahre, zum höchsten 7 Jahre. Von vorne sehen Sie so einige Verkehrszeichen, die über der Unterführung stehen. Sehen Sie den? Mhm. Und jetzt sagen Sie noch mal, was das für Verkehrszeichen waren, nur an die Sie sich erinnern können. Oh Gott, also nicht hupen habe ich gesehen. Ja. Dann habe ich ein durchgestrichenen Kopfhörer gesehen. Ja. Aber das kenne ich eigentlich nicht. Also ja, ich denke, man macht das Spaß, was sehen und sagen muss. Dann habe ich einen Pfeil gesehen nach rechts. Rechtsabbieger, ja. Einen geradeaus. Ja. 10 Kilometer. Ja. Gesehen. Und das war's. Ja, das war's. Ja. Und Sackgasse habe ich nicht gesehen. Sie sind 6 Rollen, mehr als die Hälfte. Und gehen Sie da auf Filmrolle oder was geht's? Warum machen ja, Sie den Festtag? Es geht um eine Filmrolle. Ah ja. Und, im August. Und da ist die Autofahrt mit. Genau, da also ich weiß noch gar nicht genau. Was ist das? Waren Sie das? Nee. Ah, für die nächste Situation installierten wir eine 10.000 Watt starke Soundanlage. Vielleicht gelingt es uns, dass unser Opfer nicht nur ihren Ohren, möglicherweise aber auch ihren Augen nicht mehr traut. Transformer zahlt den Transformer. Richtig ausgerechnet. So, jetzt schon gut, stopp. So, ja, Mutter aus und auf Peigen stellen, wenn man nicht machen muss. So. Wegen der Umwelt, ne? Der Umwelt zuliebe. Starten können, wenn die Schaden hochgeht. Lass uns noch anfangen. Zurück noch einmal den Schlüssel. Und noch einmal anlassen. Test unter den Schlüssel. Okay, jetzt läuft. Auf die Bremse gehen. Ja, greif und jetzt weiter. Nur weiter. Ist das deine Spaßschranke oder was? Ja, weil das jetzt nur das Geräusch vom Zug war. Aber du hast den Zug gar nicht gesehen. Ich habe jetzt doch geschrieben, wie du es nicht aufpasst. Da haben Sie Kontaktlinsen oder so? Ja, haben Sie Kontaktlinsen? Nee. Und Brille haben Sie auch gar nicht zu machen? Also nee, ganz normal. Nur Sonnenbrille. Nur Sonnenbrille, ja. Ah ja. Linker rechts raus und dann halt nochmal hier. Noch ein bisschen vor, ein kleines Stück davon. Gutes, stopp. So, jetzt sagen Sie nochmal diese Verkehrszeichen oben, die Sie sehen, nebeneinander. Hucklige Straße. Hucklige Straße, ja, wo neben die Fahrbahn und Brille was heißt, ja, und was heißt das daneben? Das daneben Campingplatz. Ja, und wenn die nebeneinander stehen, ist das ein Sammelbegriff. Aha. Kennen Sie den? Nee. Ja? Kennen Sie den Sammelbegriff von der Straße nicht? Also vor sich kreuzen die Kamele mit ansässigen Begleitpersonen. Na, kennen Sie nicht? Nee.
Das ist europaweit jetzt. Das ist also jetzt, seit die Grenzen aufgemacht worden sind, im Januar ist das jetzt. Ne? Zum Beispiel der Zirkus. Ne? Klar, kann sein. Ne? Und da werden Sie darauf hingewiesen, dass das eben passieren kann. Ne? Und was heißt das untere Zeichen? Also, wenn das ein Kamel ist, dann heißt das untere Zeichen fliegende Elefanten. Nein, gibt's aber nicht. Wir haben ja keine fliegende Elefanten, aber zum Beispiel Schleudergefahr bei Nässe. Bei Nässe unten vor Elefantenkot. Das runterfallen lassen, kann sie auch gefährlich werden. Ne? So, jetzt fahren wir dann wieder weiter, weil sonst halten wir hier den ganzen Verkehr ab, ja. Aber diese Zeichen weisen immer auf sowas hin, ne? So, jetzt fahren wir da vorbei. Denn sowas muss ja da irgendwie vorkommen, ne? Weil sonst müsste ich da die Testfahrt gar nicht machen, nehme ich an, ne? Ich kenne zwar das Drehbuch nicht, also ne? Ist gefährlicher ist eigentlich als fliegende Elefanten. Fliegende Elefanten? Kann mir eigentlich nicht passieren. Ja, fliegende Elefanten gehen ja nicht. So, jetzt wollen wir hier links ranfahren. Und nicht auf den Bürgersteig fahren, sondern möglichst auf der Straße. Ein bisschen nichts rauffahren macht nichts. So, jetzt fahren Sie ein bisschen vor, noch ein bisschen. So, gut, schauen Sie mal. Was heißt denn das Verkehrszeichen? Wendestelle für Zeuge. Ja, das ist fast so was Ähnliches. Flugwarteschleife. Das heißt also, wenn es in Erding nicht landen kann, ne, das landet hier. Das schauen Sie mal runter, schauen Sie mal da, was heißt das untere? Ich würde sagen, fliegende Menschen in Windhosen. Seitenwindhosen. Ja. Also, es ist nicht ganz gut. Da haben wir oben 10 Flugzeuge. Die ist die Warteschleife hier, ne, was in Erding nicht landen kann, muss hier pendeln und dann noch entsteht diese. So, ne? So. Und jetzt fahren wir wieder weiter, dass wir da nicht reinkommen. Deswegen biegen wir hier gleich links ab. So, ja, schön schauen, das ist wichtig. So, und fahren wir dem Auto gleich nach. Jawohl. So. Also in Ottobrunn gibt es schon komische Sachen. Vielleicht können wir glückliche Menschen machen, ne? So. So, Schatz, und den können Sie mir geben, ja? Ja, alles war nicht richtig, was Sie gemacht haben. Nein. Ich gebe Ihnen aber eine Chance. Eine Chance kriegen Sie von mir. Dann schauen Sie mal das Verkehrszeichen. Sagen Sie mal nur, was das heißt. Nein. Ja. Herzlich willkommen. Sie haben den Test bestanden und sind aufgenommen in der Fahrgemeinschaft voll erwischt. Danke. Den schwierigsten Test ihres bisherigen Lebens bestens überstanden und hier mit Gast im Fall erwischt, hier ist Sabine Bullmann. Hallo Sabine. Danke, dass ich so gut schauen kann. Aber das kannst du natürlich behaupten. Wir fanden das Gesicht sehr hübsch, weil es sehr fragend war, sehr viel Ausdruck drin. Ich habe heute keine Windhose an. Gut. Also am besten so, ne? Setzen wir uns doch auf unsere wunderbare Sitzgelegenheit hier. Sag mal, 10 Verkehrszeichen musstest du aufzählen. Ja. Nur eins davon war richtig, ne? Im Nachhinein. Ja, das ist eigentlich bedenklich, gell? Ne? Ich habe mich auch im Nachhinein gewundert, ich zähle Sackgassenschild auf und es war gar keine, und mir fällt es überhaupt nicht auf, dass es keine Sackgasse war. Ja, ja. Aber ja, man ist dann mit den Gedanken irgendwo anders. Ja. Und der Herr Peschke hat das ja auch sehr professionell gemacht. Er ist ja ein richtiger Fahrlehrer. Sag mal, und bist du eigentlich nie irgendwann mal misstrauisch geworden? Wir haben immerhin Elefanten, Kamele, eine Windmaschine gehabt. Ich bin eigentlich ab der Bahnschranke. Ja. War es so, dass ich gefahren bin wie in so einem ganz komischen Traum. Ich bin so gefahren, hab mir so, da kam das und das. Und ich dachte so, Moment, jetzt muss ich irgendwie aufwachen. Irgendwas ist hier verkehrt. Erinnerst du dich noch an die Bahnschranke und die Passanten, die da waren, die ja nicht von uns waren, die kamen ja zufällig vorbei, die haben ja auch reagiert wie du. Also ich habe denen noch ins Gesicht geguckt und habe mir gedacht, die müssen doch auch reagieren, die müssen doch irgendwas sagen, die müssen doch komisch gucken oder was. Und die haben sich unterhalten, die Schranke ging auf, die ging rüber und ich guckte denen ins Gesicht, um irgendwas zu erkennen und niemand reagierte irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie, wenn die nicht reagieren, dann fahre ich jetzt auch mal weiter. Du
Du hast auf jeden Fall mal was mitgebracht, schon ja, was mit Verkehr zu tun hat. Eine kleine Prüfung. Ja. Ein Verkehrsschild, ein neues, was das wohl heißt. Gummibären dürfen nicht überholen oder sowas. Ah ja, Überholverbot für Gummibären. Das ist für mich? Ja. Oh, vielen Dank, Sabine. Herzlichen Dank. Das steht mir. Überholverbot. Super. Ich habe natürlich auch was. Und zwar unsere wunderbare Vollerwischt-Kamera, die hoffentlich einen Ehrenplatz bekommt. Sabine, herzlichen Dank für die Fahrprüfung. Und jetzt, glaube ich, kann nichts mehr passieren im zukünftigen Leben auf der Straße. Man weiß es nie, oder? Ja. Alles klar. Besser aufpassen immer wieder. Bis bald. Wiedersehen. Sabine Bollmann.